Ja, wir brauchen eigentlich nur ein Gefäß, um die Kühlflüssigkeit aus dem Motor abzulassen. Achtet darauf, dass das Gefäß groß genug ist, um die gesamte Kühlflüssigkeit aus dem System in einem Rutsch auch aufzufangen. In dem Fall, in dem Motor sind etwa 6 Liter drin. Der Behälter müsste irgendwie 15 Liter haben, von daher reicht das vollkommen aus. Dann brauchen wir einmal einen Trichter, einfach um später halt das Wasser und den Kühlerfrostschutz wieder aufzufüllen, damit uns da nichts daneben geht. Nehmen wir einen Trichter mit einer schönen großen Öffnung. Ein bisschen Standardwerkzeug, um den Kühler zu öffnen, sowie ein paar Sachen vielleicht noch abzubauen. Dann einmal einen Kühlerreiniger, den geben wir nach dem ersten Ablassen komplett dazu, lassen den Motor eine gute halbe Stunde laufen und lassen dann das also gereinigte, ja, Kühlmittel wieder ab. Dann brauchen wir natürlich viel Wasser. Das ist jetzt nur eine Pulle, ich habe davon noch mehr. Und zum Schluss brauchen wir auch noch Kühlerfrostschutz. In dem Fall nutze ich G11. Das ist auch für Aluminiummotoren geeignet, also Motoren mit Aluminiumköpfen. Ist silikathaltig, das heißt, es hat einen gewissen Rostschutz auch noch, Korrosionsschutz, Kavitationsschutz etc. Für den alten Motor reicht das hier vollkommen. Grundsätzlich ist das auch zu verwenden bei vielen Mercedes-Benz- und BMW-Motoren. Solltet ihr aus der VW-Riege kommen, achtet darauf, dass ihr dort mindestens G12 benutzt. Neuere Fahrzeuge sogar G12 Plus, G12 Plus Plus oder sogar G13. G13 ist noch ein bisschen umweltfreundlicher, weil da noch Glycerin drin ist. Also angeblich ist es ein bisschen umweltfreundlicher. Aber wie gesagt, bei fast allen Fahrzeugen kann ich eigentlich G12 empfehlen, also G12 Plus, nicht G12, G12 Plus empfehlen. Damit macht ihr grundsätzlich erstmal nichts falsch. Aber natürlich solltet ihr immer die Bedienungsanleitung von eurem Fahrzeug lesen. So, hier seht ihr den Motor von meinem Fahrzeug, Mazda MX-5, 1,6 Liter 16V mit 115 PS. Hier ist der Kühler, da ist der Ausgleichsbehälter. Und hier sitzt das Thermostat. Das Thermostat solltet ihr nach Möglichkeit als erstes ausbauen, damit großer und kleiner Kühlkreislauf komplett offen sind und das Kühlmittel sofort im kalten Zustand auch durch den Motor laufen kann. Als erstes lassen wir das Kühlmittel aus dem Kühler raus. Dafür müssen wir einmal unters Auto und da zeige ich euch einmal, was ihr da machen müsst, um das Kühlmittel komplett rauszuholen. So, als allererstes bewegen wir uns einmal zum Auto. Ich habe das Fahrzeug mal angebockt, damit wir ein bisschen mehr Platz unten rum haben. Und schieben den Kanister einmal unter den Kühler. Und dann sehen wir hier schon den Kühler. Genau da in der Mitte ist auch die Ablassschraube fürs Kühlmittel. Die werden wir jetzt einmal rausschrauben und schauen, wie viel da jetzt rauskommt. So, wir lösen jetzt einmal die Ablassschraube des Kühlers und schauen uns mal an, was da für eine Brühe rauskommt. So, wie wir sehen, kommt da ziemlich wenig raus. Und zwar liegt es an Folgendem. Wir müssen nämlich einmal jetzt den Deckel vom Kühler öffnen. Und schon läuft die Suppe hier raus. So, ich nehme mal eine kleine Probe, damit wir dann später im Vergleich haben. So, dann haben wir natürlich auch noch einen Ausgleichsbehälter. Den machen wir einmal hier auf. Gucken wir da so ein bisschen rein. Sieht man jetzt nicht so gut. Aber alles, was da drin ist, wollen wir natürlich auch raus haben. Der Schlauch, der hier drin ist, führt zum Kühler. Und wenn das Kühlsystem zu wenig Wasser hat, zieht er sich das aus dem Ausgleichsbehälter wieder raus. Macht er jetzt natürlich nicht. Deswegen könnten wir einmal diesen Schlauch hier abziehen. Den Deckel könnten wir eigentlich wieder reinstecken. Und dann, wenn wir einmal hier dran nuckeln oder halt unter Druck ziehen, würde der den gesamten Inhalt einmal raussaugen. Hier ist es aber viel einfacher.
Es sind nur zwei Schrauben und ja, hier ist noch eine dritte drunter. Die drei Schrauben schrauben wir jetzt einfach mal aus und nehmen den kompletten Behälter raus und den können wir dann einmal separat reinigen. So, wir nehmen jetzt einfach mal hier unser Werkzeug, 10 mm Aufsatz und schrauben die Schrauben hier einmal raus. So, und schon ist der Behälter gelöst. Wir können ihn rausnehmen und dann einmal reinigen. So, hier ist der Behälter. Den Inhalt kippen wir auch einmal hier mit aus. Und man sieht ziemlich gut, wie verschmockt der auch von drin ist. Deswegen werden wir da auch so ein Ticken von dem Kühlerreiniger reintun, den Deckel zumachen, ein paar Mal schütteln und einmal vernünftig ausspülen. So, ist unser Kühlsystem komplett abgetropft. Nehmen wir die kleine Schraube wieder und schrauben die erstmal wieder rein. Schieben den Behälter zur Seite, ziehen die einmal nur ganz leicht fest. Das reicht vollkommen. So, dann müssen wir das Kühlsystem jetzt einmal wieder mit frischem Wasser und unserem Reiniger auffüllen. So, dann füllen wir unseren Kühler einfach wieder mit frischem Wasser auf. So, dann kippen wir einmal unseren Kühlerreiniger mit rein. So, und wenn wir merken sollten, dass unser Wasser nicht vernünftig abläuft, dann starten wir den Motor, damit die Wasserpumpe sich das alles dann schön reinzieht. So, und dann lassen wir unseren Motor jetzt einfach mal so 15 bis 30 Minuten laufen. Alternativ könnt ihr auch einfach mal ein paar Kilometer im Kreis fahren. Ich lasse ihn jetzt einfach laufen und wir sehen uns gleich. So, nachdem ihr euer Fahrzeug schön warm laufen lassen habt oder eine Runde um den Block gefahren seid, lasst den Wagen erstmal abkühlen. Denn das ganze Kühlsystem, wenn das Fahrzeug warm ist, steht jetzt unter Druck. Ich zeige euch das einmal, bitte nicht nachmachen. Und zwar, wenn wir den Deckel aufdrehen, dann spritzt uns das sofort entgegen. Deswegen wirklich einfach mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten nochmal abkühlen lassen, bevor wir hier weitermachen. Denkt natürlich daran, wenn ihr das Fahrzeug warm laufen lasst, die Heizung voll aufzudrehen auf höchste Stufe, warm zu stellen und die höchste Lüftungsstufe natürlich anzumachen, damit das ganze Kühlmittel auch durch den Wärmetauscher geht und diesen auch direkt mit reinigt. So, nachdem euer Kühlsystem halbwegs vernünftig wieder abgekühlt ist, machen wir die ganze Chose nochmal, wieder die Schraube raus und nochmal alles rauslassen. So, jetzt läuft natürlich wieder nichts raus, deswegen wieder oben den Behälter öffnen. So, wir nehmen wieder eine Probe von dem Kühlmittel. So, wir sehen ziemlich gut, was da jetzt rauskommt. Wir haben tatsächlich nur frisches Wasser aufgefüllt und den Kühlerreiniger. Der hat jetzt einmal das Kühlsystem komplett gespült. Und wir hoffen, dass in den nächsten Schritten das Kühlmittel oder das Wasser halt immer heller wird. Also immer klarer. So, ist das Kühlsystem komplett abgetropft. Die Schraube wieder rein. Und wieder leicht festziehen. Und jetzt füllen wir wieder Wasser auf. So, unseren Trichter wieder drauf. Und Wasser wieder rein. So, ist das Kühlsystem wieder voll. Machen wir den Deckel wieder zu. Und lassen das Auto wieder warm laufen.
Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder gleich. So, ist das Holz wieder abgekühlt. Machen wir die Schraube wieder raus. So, Schraube wieder rein. Die natürlich leicht festziehen. So, Trichter rein und wieder mit Wasser auffüllen. So, Deckel zu und den Motor wieder warm laufen lassen. So, wieder die Schraube hier unten lösen. So, und die Schraube wieder rein. So, und wir füllen einmal wieder mit Wasser auf. So, Deckel wieder drauf und nochmal warm laufen lassen. So, das ist das Ergebnis. Also ich habe jetzt insgesamt gut 4-mal gespült. Das erste Mal, wo ich rausgelassen habe, das habe ich jetzt nicht aufgefangen, sondern wirklich erst ab dem Zeitpunkt, wo ich den Kühlerreiniger reingetan habe. Wie man hier schön sehen kann, nach der ersten Spülung, da ist richtig Schmocke rausgekommen. Und das wurde halt jedes Mal deutlich klarer. Und mit dem Glas, wo die 4 draufsteht, muss ich sagen, damit kann ich auf jeden Fall schon leben. Und hier habe ich jetzt einfach mal das Kühlerfrostschutz in den Deckel getan, um zu sehen, wie das aussieht. Wie gesagt, das werde ich da jetzt reinkippen. Und würde sagen, dass wir damit durch sind.